Hallo zusammen da draußen an den Bildschirmen. Herzlich willkommen zum heutigen Motovlog. Der heutige Motovlog wird auf einer eigens dafür konzipierten Tour gedreht. Und wie immer hören Sie dabei mich, Rechtsanwalt Thorsten Hasseben, Rechtsanwalt und Inhaber der Wegberger Anwaltskanzlei Hasseben. Herzlich willkommen. In dem heutigen Motovlog möchte ich nur mal etwas kurz dazu sagen, warum eigentlich in den RA-Motovlogs immer so wenig andere Autos zu sehen sind. Das hat schlicht und ergreifend einfach etwas mit dem Datenschutz zu tun. Wenn ich weit genug weg bin von anderen Fahrzeugen, kann ich diese eingeblendet lassen. Wenn ich aber so nah an die Fahrzeuge herankomme, dass man zum Beispiel das Nummernschild erkennen könnte, dann höre ich einfach bei der Fahrt auf zu sprechen und schneide es nachher zusammen. Dadurch aber kann ich mich ruhigen Gewissens zurücklehnen und sagen, ich achte auf den Datenschutz. Dies hat auch sicherlich etwas mit einer Entscheidung eines Verwaltungsgerichts zu tun, welches die Kameras an Fahrzeugen kritisch beäugte. Und da ich als Rechtsanwalt ein sogenanntes Organ der Rechtspflege bin, sollte und will ich darauf achten. Aus diesem Grunde drehe ich auch fast nie innerhalb von Städten. So lüftet sich also eines der großen Geheimnisse aus meinen RA-Motovlogs. Auf diese Art und Weise dauert es zwar manchmal dann auch ziemlich lange, ein Video zu drehen, aber so ist der Vorteil, dass ich ein bisschen mit Motorrad fahren kann. Und damit sind wir dann auch am Ende des heutigen Motovlogs angelangt. Wie immer hoffe ich, dass Ihnen dieses Video genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und wenn dem so ist, dann geben Sie mir doch bitte den großen, dicken, blauen Daumen. Teilen Sie dieses Video auf Google+, Facebook, Twitter und so weiter. Und natürlich abonnieren Sie doch bitte unseren YouTube-Kanal. In diesem Sinne, weiterhin gute Fahrt und vor allem bis zum nächsten Mal.